Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten ersten Amateur-Unboxing. Klingt zwar jetzt extrem dämlich, was ich hier mache, aber ich unbox heute mal was Spezielles. Und zwar, wir haben hier eine LED-Lichtbox. Bei manchen YouTubern steht so ein Quatsch im Hintergrund bei der Facecam. Ich werde aber zwar keine Facecam-Videos machen, aber trotzdem habe ich mir sowas geholt, weil da kann man lustige Sätze mit draus machen. Ich habe natürlich ein schönes grünes Messer dabei. Und wir können mal gucken, was wir für Sätze aufmachen können. Fangen wir doch mal an. Also, wird mal hier. Morgen. Und ich kann euch garantieren, ihr müsst nicht sehen, was hier steht. Weil hier oben, auf der Rückseite, unten, links, rechts, überall steht das Gleiche. Was ich irgendwie echt traurig finde und echt erbärmlich, dass man sowas. Ich finde es echt schade, dass man nichts dazu geschrieben hat. Oder so, aber. Also, ach. Ja, egal. Ihr wollt nicht wissen, wie ich das hier gerade aufnehme. Das ist extrem schwer. Und auch echt kompliziert. Und ist auch echt was Unsinniges. Werde ich euch vielleicht mal irgendwann später erzählen. Also, gucken wir doch mal, was hier drin ist. Also, wir haben hier drin. So, was mache ich damit? Toilettenpapier. Will jemand? Also, ich hier nicht. Also. Dann haben wir hier die Box eingepackt in Papier. Ich kenn's nicht. Machen wir diese auf oder nicht? Ja, ich mach diese auf. Schön gut für die Öko, schön so gut für unsere Welt, also. Ich verschmutze gerne meine Umwelt, also das ist klar. So. Also, was ist denn da noch drin? Kommt mal. Nichts außer. Ah, man könnte es erkennen. Wird eigentlich mal scharf. Hallo? Scharf? Danke. Du hast scharf geworden bis dahin. Hier! Erkennst nicht. Buchstaben. Und Zahlen. Kann ich aufschreiben, schlechtester YouTuber ever. Und das war's. Nichts mehr drin. Keine Batterien. Finde ich echt schade, dass da keine Batterien drin sind. Ich guck mal, ob ich welche dann hab und dann können wir noch mal gucken. Also. So. Das ist aber, denn wir gucken uns doch erstmal diese schönen Buchstaben mal an und Zahlen. Ich öffne die mal für euch. Oh, Scheiße, da fällt gleich was raus. Oh, ich bin auch so ein Plastikblödmann. Kann man schöne Sätze draus machen? Ich habe mich nie sehr nah dran. Kann ich schöne Sätze draus machen? Ich suche mir hier kurz die Buchstaben raus und dann sehen wir uns, glaube ich, mal gleich wieder. Weil ich das erstmal zum Leuchten gebracht habe mit Buchstaben und so. Bis gleich. Hey, ja, gut. Ich muss eine kleine Sache sagen, die mir aufgefallen ist beim Schnitt. Und zwar, mein Handy, was ich für das Unboxing benutzt habe, hat ab dem Punkt, den ihr gleich sehen werdet, nur im Hochformat aufgenommen. Und ich konnte das Unboxing nicht mehr machen, weil es jetzt bei mir hier hinter mir gerade steht.
der schöne LED-Lichtbox. Ich hoffe, beim nächsten Unboxing wird das nicht passieren. Aber mir fällt dazu eigentlich nur eine Sache ein. So, und der sich jetzt das Video weiter angucken möchte, kann das ruhig tun, aber natürlich im Hochformat. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video und dann geht's mal wohl weiter. So, da haben wir die letzte Batterie. So, schön in die Rauch machen. Oh, scheiße, da war eine Schraube. Sorry, gerade irgendwas musste sein. So. Schrauben wir das mal fest. So. Nicht zu fest. So, bevor ich das jetzt umdrehe, würde ich dann mal wohl sagen. Nein, ich will mal noch was sagen dazu. Den Satz, den ich da hingeschrieben habe, oder diese zwei Wörter, die ich da hingeschrieben habe. Das eine ist falsch geschrieben, ich weiß. Aber das hat da nicht hingepasst komplett. Deswegen musste ich leider was eincanceln und habe einen Buchstaben weggenommen, was aber nicht gleich der Weltuntergang ist. Ich hoffe, ihr könnt mir deswegen verzeihen. Aber gut, drehen wir es um. Machen wir an. Oh, reingeguckt. Nein, falls euch dieses Unboxing gefallen hat, es ist zwar was anderes in der Art, ja, aber falls euch gefallen hat, könnt ihr mich auch einfach abonnieren. Ja. Nein, könnt ihr ein Abo dalassen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Ich kann noch ein paar Specs dazu sagen, was ihr reinmachen müsst. Also, hier sind keine Batterien drin, wie gesagt. Ich habe dafür gerade 5 Minuten, glaube ich, höchstens gebraucht. Also, es ist ganz schnell. Ich muss zugeben, habe es im Turm gekauft, also dem Baumarktturm. No Ad Sponsor oder so. Also, wirklich, warum überhaupt mit 10 Abonnenten? Was laber ich da? Nein, ich habe es mir da gekauft. 10 Euro kostet der, keine Batterien sind enthalten, also ihr müsst AA-Batterien haben, nicht AAA-Batterien, und es müssen 1,5 Volt Dinger sein. Wenn das nicht ist, dann könnt ihr es vergessen mit den Dingen, weil das Ding ist echt komisch drauf. Ich musste auch wirklich danach suchen. Dazu auch noch gesagt, es ist echt kacke. Ist ein bisschen zu klein, wäre es größer, würde das komplette Wort drin stehen. Hab aber leider nicht den Platz drauf. So. Ich hab leider nicht genügend Platz drauf. Diesen schönen Teil. So. Also abonniert passt gerade so drauf. Ohne dass ich das wo reinschiebe. Jedenfalls, das war's zumindest. Das Ding ist ein echt geiles Teil, werde ich mir dann in mein Zimmer hinstellen. Werde dann auch auf Insta, ja, ich benutze Insta, werde ich auf Insta so ein kleines Bild rausschicken, Twitter auch. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, ja, es kommen Videos nicht so häufig, aber ich versuche mich zu verbessern. Aber wir sehen mal, wie die Zukunft für mich aussehen wird, gerade mit Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.